Grüß Gott, Servus, habe die Ehre, Glück auf Osterhofen! Also ich hab Gänsehaut, ich bin unglaublich glücklich, hier heute stehen zu dürfen, vor dieser fantastischen Kulisse, vor diesen vielen freundlichen Menschen, und ich bin unglaublich glücklich, dass ihr mich so freundlich begrüßt habt, einen alten Saupreußen. Unglaublich! Und ich denke mal, das ist ein ganz deutliches Zeichen. Die AfD spaltet nicht, die AfD vereint. Die AfD vereint alle patriotischen Kräfte in Deutschland, liebe Freunde. Und als ich gestern losgefahren bin von zu Hause, da hat meine Frau den Koffer für mich gepackt, das läuft bei uns noch ganz konservativ. Da hat sie mich gefragt, was ich denn für einen Sakko mitnehmen möchte. Da sage ich, hör mal, weißt du noch, wo der alte Ledermantel liegt? Da guckt sie mich ganz entsetzt an und sagt, bist du verrückt? Da habe ich gesagt, ich fahre nach Bayern, die sind ja alle verrückt. Ja, alles, was wir wollen, ist eigentlich nur mit dem ganzen Wahnsinn aufhören. Und ich bin auch ganz glücklich, dass ich hier heute als Erster reden darf. Dann kriege ich nämlich als erster Redner Bier. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, das ist heute meine erste Rede auf einem politischen Aschermittwoch. Und worum geht es da? Ja, mit dem politischen Gegner hart ins Gericht zu gehen, ein bisschen lustig zu sein, einiges zu überspitzen. Ja, und bevor man so richtig kritisiert, sollte man vielleicht auch mal was Positives sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass die Regierung was richtig gemacht hat, wo ihr, die allermeisten von euch werden sagen, nee, der spinnt. Wir haben ja jetzt 3 Geschlechter in Deutschland. Es gibt diverse. Da sagen die meisten von euch, sind die verrückt geworden? Gibt das keine wichtigeren Probleme in unserem Land, wie Kinderarmut, Obdachlosigkeit oder unsere Infrastruktur? Warum kümmern wir uns immer um Dinge, die 0,2% der Bevölkerung betreffen? Und warum macht man sich auch nie Gedanken, was solche Regelungen für Konsequenzen haben müssten? Zum Beispiel, dass wir uns jetzt überall in Deutschland Gedanken darüber machen, ob öffentliche Gebäude, ob Kindergärten, ob Schulen eine dritte Toilette bekommen. Und ob die Milliarden kosten. Aber das interessiert alles kein Schwein. Man macht erstmal so ein Gesetz. Aber ich verstehe die da so ein bisschen. Denn man muss immer gucken, in was für ein Umfeld bewegen sich Menschen, die da sowas beschließen. Also ich persönlich kenne jetzt nicht so viele Diverse. Ich glaube ihr auch nicht. Habe noch nicht so viele kennengelernt. Aber wenn ich mich da im Bundestag umgucke, wenn ich da genau hingucke, wenn ich sie sehe, diese liebreizenden, charmanten, liebevollen, zauberhaften Wesen, diese Merkel, diese Roth, diese Nahles, diesen Hofreiter, diesen Kahrs, da sehe ich sie! Also es gibt tatsächlich anscheinend diverse. Und dann machen so Gesetze wieder Sinn. So Gesetze des Wahnsinns. Ja, den politischen Gegner, also die Schwatten lasse ich mal heute außen vor, die kriegen, glaube ich, noch genug auf der Mütze. Zur FDP, zu diesem Unterhemdenmodel fällt mir ein. Der hat was Schlaues gesagt. Der hat gesagt, besser gar nicht regieren als falsch regieren. Das hat auch der eine oder andere verstanden. Nur jetzt macht die Opposition nach dem Motto, besser falsche Opposition zu machen, als richtig abzustimmen. Und richtig abzustimmen wäre in vielen Punkten mit der AfD zu stimmen. Nee, da enthalten die sich lieber. Da enthalten die sich einfach. Und so eine Partei, die sich nur wegduckt, die nicht regieren möchte, die auch keine Opposition machen will, die braucht kein Mensch. Und die nächste Werbekampagne mit irgendwelchen Unterhemden wird der AfD, FDP auch nicht mehr weiterhelfen. Die sind für mich völlig sinnlos. Die braucht kein Mensch. Dann meine Freunde von den Linken. Da passiert jetzt was ganz Dolles. Da gibt es jetzt eine Bewegung, die nennt sich Aufwachen.
Aufstehen. Aufstehen. Also Leute, wenn irgendwas überhaupt nicht zur Linken passt, dann ist es Aufstehen. Und schon gar nicht früh. Dann ist er völlig widersinnig. Und dass wir seit Einführung des Euros hier in Deutschland Turbokapitalismus erleben, das haben die noch gar nicht gemerkt. Da sind die noch gar nicht aufgewacht. Also die können liegen bleiben. Auch die braucht kein Mensch mehr in Deutschland. Ja, und dann unser Lieblingsgegner, die Grünen. Die bereiten uns ja alle viel Freude. Also die Grünen, für mich sind die Grünen keine Partei. Die Grünen sind eine Glaubensgemeinschaft. Das ist eine Religion, die glauben da an irgendwas. Aber solche Leute haben was in der Kirche zu suchen oder in der Kommune, aber nicht in den deutschen Parlamenten. Und wenn ihr euch mal so die Thematiken der Grünen anguckt, in den letzten Jahrzehnten, die agieren genau wie eine Sekte. Die prophezeien nämlich ständig den Weltuntergang. Die haben angefangen mit dem Waldsterben. Der Wald ist nicht gestorben. Ende der 80er hat uns eine Eiszeit bedroht. Das haben viele schon verdrängt, aber könnt ihr tatsächlich nachlesen. Wir wurden auch von einer Eiszeit bedroht. In den 90ern sind wir reihenweise gestorben wegen dem Ozonloch. Und jetzt retten wir das Klima. Und immer bewahren uns die Grünen vor all diesen Katastrophen. Denn die passieren nicht. So funktionieren Sekten. Und ich meine ganz klar, die sollen uns anständige Menschen hier in Ruhe lassen. Die sollen von mir aus in der Kommune leben. Da können sie dann nach ihren Fassungen leben, was so Grüne gerne machen. Da können sie den ganzen Tag mit Kindern spielen, nur Naturprodukte zu sich nehmen, die das Bewusstsein erhellen, nackt den Klimawandel antanzen. Wo bitte, stellt euch das jetzt nicht vor. Die Bilder kriegt ihr nie mehr aus dem Kopf. Die Bilder kriegt ihr nie mehr aus dem Kopf. Ja, die Grünen. Und dann gibt es da noch eine ehemals stolze Volkspartei, der ich lange die Treue gehalten habe, weil ich lange geglaubt habe, diese Partei setzt sich ein für meine Leute, für die Arbeiter und für die kleinen Leute. Aber ich musste erkennen, und das war ein langer, schwerer Weg, dass keine andere Partei in Deutschland die Arbeiter und die kleinen Leute so verraten und verkauft hat wie die SPD. Man muss sich nur mal diese Person angucken und dann dahinterlegen, das sind Arbeiterführer. Man stellt sich so einen Arbeiterführer vor und dann muss man sich angucken, diesen Maas, diesen Stegner. Das ist der unsympathischste Politiker in Deutschland für mich. Also wenn ich mir jetzt... Wenn ich mir jetzt so einen richtig bösen Rechtsradikalen ausdenken würde, der in so einer Talkshow sitzt, also für mich wäre das der Stegner. Also unsympathischer kann man nicht gucken und aggressiver kann man nicht sprechen. Ja, dann gibt es immer noch Martin Schulz. Vielen ist er noch bekannt als der Schulzzug. Also als der Schulzzug vor 2 Jahren so losgefahren ist, habe ich gesagt vor 2 Jahren, es fährt ein Zug nach nirgendwo mit dir als blinder Passagier. Und der Schulzzug ist mittlerweile auf dem Abstellgleis der Geschichte. Und trotzdem möchte der sich nochmal einbringen und die SPD im Europawahlkampf unterstützen. Ja, kann man der Partei noch mehr schaden? Kriegt der Geld dafür? Wird er von fremden Mächten gesteuert? Also das kann man ja alles gar nicht mehr glauben. Kein Politiker ist unglaubwürdiger wie dieser Martin Schulz. Aber man kann ja nicht nur schlecht sprechen. Ich muss in einer Sache auch mal meine Bewunderung ausdrücken. Also malochen kann dieser Martin Schulz anscheinend. Denn der hat es tatsächlich geschafft, an 365 Tage fürs Europäische Parlament zu arbeiten und an 365 Tage im Jahr Sitzungsgeld zu kassieren. Respekt! So jemand habe ich noch nicht kennengelernt. Der war Heiligabend da, der war Silvester da, der war Ostern da, der war immer da. 365 Tage im Jahr. Und da frage ich mich, wie ist sowas überhaupt möglich?
Wie kann einer erstens so bescheißen und zweitens, warum ist der überhaupt noch aktiver Politiker? Warum muss der da noch nicht gehen? Ja, und dann sind wir auch beim Thema Europa. Da werde ich ja bald auch eine gewisse Rolle spielen. Und ich habe mir da Ziele gesetzt. Also ich will irgendwie versuchen, ziemlich nah an diese 365 Tage zu kommen. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, aber man muss auch Ehrgeiz haben. Man muss auch Ehrgeiz haben. Nur ich werde euch auch ganz genau sagen, wie ich das geschafft habe. Ich kriege das irgendwie raus. Und dann muss ich mich tatsächlich jetzt mit völlig neuen Dingen befassen. Ich werde eine andere Welt kennenlernen, mich mit vielen Dingen beschäftigen, die ich gar nicht kenne. Deswegen bin ich dabei, mich schon vorzubilden, Dinge zu erfahren. Ich bin jetzt gerade dabei, mir zu überlegen, was ist denn jetzt besser? Kaufe ich mir einen 911er Turbo oder Mercedes SL? Hey. Ich muss dabei mit meiner Kohle irgendwo hin. Also irgendwo muss das viele Geld hin und da muss man sich mit gewissen Dingen beschäftigen. Und ich habe auch große Angst davor, mich vielleicht falsch zu verhalten. Ich frage mich, muss ich wie Junkers jetzt schon um 12 Uhr anfangen zu saufen? Also bei uns im Ruhrgebiet gibt es den Spruch, kein Bier vor vier. Ihr seht das hier ein bisschen anders, ich weiß. Aber ich möchte mich gern an Regeln halten. Ja, und dann habe ich gehört, abends ist man regelmäßig unterwegs mit Lobbyisten. Da soll es auch mal Koks und Nutten geben. Da frage ich mich, muss ich das jetzt wirklich jeden Abend machen? Ich bin alt. Schaffe ich das überhaupt noch? Ich muss an meine Gesundheit denken. Also ich bin ja bereit, mich zu opfern für mein Land. Aber man darf es nicht übertreiben. Ja. Also in Europa, in Brüssel, in Straßburg, da gehen eine Menge komische Dinge ab. Und die Aufgabe von uns ist es, den Finger in die Wunde zu legen. Die Aufgabe von uns ist es, den Wahnsinn aufzudecken, die ganze Dekadenz aufzudecken. Und dann haben einige ja... Okay. Einige haben gefragt, bist du denn der Richtige für Brüssel? Bist du denn da qualifiziert? Und ich sage ja, denn in Brüssel habe ich keine halbe Stunde Redezeit oder 7 Minuten wie im Bundestag, da habe ich 1 Minute. Und eins meiner wenigen Talente ist es, komplizierte Sachverhalte in ganz wenigen Sätzen zu sagen. Und wenn mich jetzt einer fragt, was ist deine Qualifikation für Brüssel? Leute, ich habe Ischias wie Junkers und ich bin qualifiziert wie Schulz. Ihr habt keinen besseren. Ja, und dann wollte ich noch ein paar Worte verlieren zum Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist dafür da, um zu prüfen, ob es Menschen, Vereine, Gruppen oder vielleicht sogar Parteien gibt, die gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sind. Und da fällt denn tatsächlich nach 4 Jahren ein, dass sich da eine Partei gegründet hat, die es geschafft hat, in allen Landtagen einzuziehen und im Deutschen Bundestag. Und dann haben die sich gedacht, Mensch, jetzt müssen wir mal anfangen, unsere Arbeit zu machen. Nach 6 Jahren, also die haben 6 Jahre auf dem Baum gelebt und ihnen fällt jetzt nach 6 Jahren auf, dass sie mal prüfen müssen. Also ich helfe ja gerne, ich will den Leuten auch die Arbeit nicht so schwer machen. Deswegen möchte ich den Freunden vom Verfassungsschutz mal so ein bisschen was über meinen Tagesablauf sagen und was ich so mache. Also ich zum Beispiel esse gerne Negerkussbrötchen. Und ich kann euch versprechen, heute gibt es noch einen Zigeunerschnitzel. Gestern bin ich über die Autobahn gefahren. Es war die A45. Und ich habe heute Morgen auch einige Interviews gegeben. Da wurde ich gefragt, was macht denn die AfD zuerst, wenn sie in eine Verantwortung kommt. Ich sage, wie, was ist das denn für eine Frage? Das ist doch klar, wir überfallen Polen. Ja, guckt euch mal die Frauen an. Und dann wurde ich noch gefragt, nach meinen persönlichen Zielen, man muss ja immer Ziele und Träume haben. Da sage ich auch, was ist das denn für eine Frage? Die Weltherrschaft, was sonst? Ich bin Mann, was soll ich sonst wollen? Und selbstverständlich will ich unseren guten alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Selbstverständlich!
So, und jetzt meinen vielleicht die ein oder anderen Medienvertreter, Mensch, der Reil verarscht uns hier. Liebe Freunde, ihr verarscht uns 365 Tage am Jahr. Die Blockparteien, die GEZ-Medien, die Gewerkschaften, die Kirchen, alle, die irgendwie mitspielen, alle, die an den Füttertrögen sind, alle, die mitsaugen wollen, all die verarschen uns anständigen Menschen, die hier arbeiten sind, sich an unsere Gesetze halten und treu zu ihrem Land und ihrer Kultur stehen. All die verarschen die. Und wir, die AfD, wir sind die Einzigen, die dagegenhalten. Und eins verspreche ich euch, wir werden nicht zurückweichen. Für uns gibt es nur eine Richtung. Wir werden die Reihen geschlossen halten und wir werden nach vorne gehen. Schritt für Schritt werden wir nach vorne gehen, weil wir Deutschland lieben, weil wir Europa lieben, weil wir unsere Kultur lieben, weil wir stehen zu den christlich-abendländischen Werten, weil wir stehen zur Aufklärung, zum Humanismus. Wir stehen für eine bunte und freiheitliche Gesellschaft. Wir lieben unsere Heimat. Die AfD, Glück auf, liebe Freunde!